Achso, der bringt mir was mit bloß über die Jagd bei. Das will ich jetzt nicht wissen, aber den Reiselust nehmen wir auch noch mit. Da kann man, glaube ich, einen Reisetrank draus machen, wenn ich mich richtig erinnere. Hey, Bart! Dein Bruder Olf schickt mich. Ihr sollt euch an eurem Treffpunkt sammeln. Ah, sehr gut. Das bedeutet, dass er vielleicht einen neuen Job für uns aufgetrieben hat. Danke für die Nachricht. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Okay, ich kauf dir die Goldscheine ab. Alles klar, hier hast du sie. Pass aber bloß auf, wem du sie zeigst. Sie ist sehr begehrt. Ich hörte, dass die Jungs vom Don ganz wild auf das Ding sind. Ja, ja. Die Jungs vom Don, also. Also meine Leute sind da ganz scharf drauf. Na, da werde ich denen doch die Schalen geben. So, irgendjemand braucht doch jetzt, glaube ich, noch einen Heiltrank. Nein. Der hier vielleicht noch? Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum ich von Xbox Live getrennt worden bin. Wahrscheinlich ist das Kabel gerade wieder nicht richtig dran. Aber egal. Haben wir jetzt alle Tränke verteilt. Liste von Meister Belschwur, Elias, Cole, Finn, Josh, Martha. Müssten wir eigentlich alle verteilt haben. Hoffe ich. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. Wer weiß, vielleicht willst du ja sogar Novize werden. Meinen Segen hättest du jedenfalls, mein Sohn. Ich werde Carlos davon berichten. Er wird dich rufen lassen, wenn er Zeit für dich hat. Tu, was er dir aufträgt. Wenn du ihn von dir überzeugen kannst, wird er dich sicher zur Vulkanfestung bringen. Nur er kann dafür sorgen, dass du in diesen schweren Tagen unbehelligt zur Vulkanfestung gelangst. Denn ohne sein Wohlwollen wirst du von den weißen Ordenskriegern außerhalb dieser Mauern verhaftet. Verstehe. Ah, okay. Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Ah ja, okay. Zweimal großer Heiltrank erhalten. Ah, das ist doch was. Jetzt muss ich unten noch das Fleisch abholen und die Felle abliefern. Dann räumen wir noch Dagels Kiste aus. Und Konrad kassieren wir dann auch noch ab. So, hier war das, glaube ich, oder? Hier sind die Felle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Was ist? Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Dankeschön. So, dann gehen wir noch hier rein und kassieren den hier mal ab. Also, speichern. Und dann... schleichen wir uns mal nach oben. Nein. Nochmal. Geschafft. So, was haben wir denn da? 200 Gold, ein Eisenerzbrocken, Kerzenleuchter und ein Teller. Ich muss mich nochmal kurz räuspern. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Was haben wir hier sonst noch? Eine Rübe. Einen Herd, einen Badezuber und einen Schrank. Alles mitnehmen. Und dann verpisse ich mich wieder nach unten. Ich werde dir besser auf die Finger schauen, solange du... Ich werde dir besser auf die Finger schauen. Ach ja, das Fleisch würde ich abliefern. Aber erst können wir denen hier Bescheid sagen, dass wir die Truhe geplündert haben. Dargels Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre, würde ich mich trotzdem von Dargel fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dargel wird niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dargels Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Und darauf kommt's an. Ich will ein besserer Dieb werden. Wieso kann ich nicht Schlösser öffnen 3 lernen? Ach, naja. Gehen wir halt mal zu Flavio und bringen dem die Lieferung Fleisch. Ich habe das Fleisch besorgt. Gut, dann bringe es zu Meister Belschwur. So, hier. Ich bringe dir Fleisch. So? Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Ja, bitteschön. 10 Lernpunkte. Ich weiß nicht, soll ich jetzt erstmal Axtkampf machen oder soll ich erstmal ein paar Lernpunkte sammeln? Was mache ich jetzt? Oder gehe ich zu Ukos und mache erstmal Kampf für die Axt. Ich weiß nicht, ob es bei der Axt dann später so ist, dass man die Axt dann auch in einer Hand halten kann und ein Schild dazu tragen kann. Schön wäre es ja, aber ich finde Äxte halt extrem cool und drum will ich Axtkampf können. Also von dem... So, dann gehen wir mal hier zu Konrad und kassieren den mal ab. Ha! Was? Du? Hallo Konrad. Wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha. Du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut, du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Ja, ich gehe ja schon, aber kann ich trotzdem noch mit dir handeln? Zeig mir deine Ware. Ha, er handelt trotzdem noch mit uns. Also, die macht 36, das verkaufe ich mal, das Jagdmesser behalte ich, das rostige Schwert weg, den Knüppel weg und den Vorschlaghammer weg. So, dann die Pfeile, kommen auch alle weg. Das Holzschild auch, Nikos Ring, die Ringe behalte ich. Was haben wir denn noch so... Eine Spitzhacke kann weg und eine Pfanne und ein Löffel und ein Messer. Goldbrocken. Kerzenleuchter. 3 Kerzenleuchter, ein Teller und 4 Pokale. Mensch, da macht man ja richtig einen Reibach hier. Moment, Taschendiebstahl probiere ich mal aus. Was stinkt denn hier so? Was? Bei mir stinkt nichts. Ich habe nur allerbeste Ware. Wenn du versuchst, mir die Kunden zu vertreiben, dann setzt es was. Na schon gut, beruhig dich wieder.
Ja, ja, du kleiner Hosenmatz, ne? Du kleiner Hosenmatz, ne? So. Dann sagen wir mal Wiesel Bescheid, dass Konrad abkassiert ist. Wenn es ihn überhaupt interessiert. Wahrscheinlich eher nicht. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist? Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. So. Was wollte ich jetzt? Ich skill erst nochmal zweimal Stärke. Unterrichte mich im Kampf. Ich will stärker werden. Weiter so. Ich will stärker werden. Gut. So, jetzt haben wir wieder 0 Lernpunkte, aber 45 Stärke. Das heißt, ich könnte eigentlich... Wie viel Gold haben wir noch? 1960. Ach komm, da gönne ich mir mal eine neue Waffe. Wenn es denn eine neue Waffe gibt. Weiß ich ja gar nicht. Zeig mal, was du hast. Hat er denn noch eine schicke Axt? Bastardschwert. Macht Klingenschaden 42. Das kostet aber 300. Nee, ich kaufe mir dann doch lieber woanders noch eine bessere Axt. Was wollte ich denn jetzt? Ach so, ich wollte in die Kneipe und Dieter oder Düter Bescheid sagen. Und dann müssen wir ja auch noch zu Carlos hoch. Haben wir sonst noch irgendwelche Quests, Söhne, Karte? Patty will die Stadt verlassen. Ja, dann haben wir ja eigentlich fast alles erledigt, hoffe ich. So, ich mach mal hier Turbo-Modus. Obwohl das so viel schneller jetzt auch nicht ist, aber... Erst hörte man ein Grollen. So, wo ist er denn jetzt hier, der Dieter oder Dieter? Da ist er ja. Dein Bruder Olf sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Alles klar. So, und dann haben die doch irgendwann... Haben die nicht irgendwas im Let's Play schon erzählt, dass irgendwie ein Knopf zu drücken ist? Gehen wir erstmal zu dem netten Kommandanten Carlos. Ist das dann nämlich auch erledigt. Mann, und dann kann ich draußen endlich erkunden. Da warte ich ja schon die ganze Zeit drauf. So, dann nehmen wir mal hier die Heilpflanze noch mit und das Gold. Ach ne, das sind Blümchen. Halt! Kein Zutritt! Mach schon Platz, Carlos hat mich rufen lassen. Ah. Tatsächlich? Ja, kannst ihn ja fragen, wenn du mir nicht glaubst. Okay, okay, schon gut. Du kannst reingehen. Was ist das für ein Gebäude hier? Das hier ist unser Wachhaus. Carlos, unser oberster Ordenskrieger und Kommandant der Stadt, hat hier seinen Sitz. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Die Zwangsrekrutierten bleiben meistens in der Vulkanfestung. Oder werden in die Tempelruinen geschickt. Der Wachdienst hier ist zwar auch kein Zuckerschlecken, aber immer noch besser als in den Ruinen verheizt zu werden. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich Magier werden will. Naja, bin dann doch Rekrut geworden. Magie liegt mir eben nicht so gut wie der Kampf mit dem Stab. Ja, ist klar.
So, ein Druidenschirling nehmen wir auch mit. Ein Heilkraut. Geht's hier hinten noch irgendwo hin? Ein Skelett.